Herzlich willkommen zu unserem Docutainment-Abend über Herbert Wehner. Kennt ihr Herbert Wehner? Nee. Mhm. Noch nie gehört? Nee. Wie sagt man das? Nee, das war der erste Mann, der gesagt hat, warum er davon überzeugt ist, ein leidenschaftlicher Kommunist zu sein. Wer war denn eigentlich Herbert Wehner? Ein Sozialist, ganz eigener Art. Ein strenger Moralist. Ja, oder der menschlichste oder unmenschlichste Politiker der Bonner Republik. Herbert Wehner. Geboren 1906 in Dresden, gestorben 1990 in Bonn, war einer der bedeutendsten deutschen Politiker des 20. Jahrhunderts. Ich suchte nach einer Bewegung, die mir ein Tätigkeitsfeld sein könnte, und schloss mich der anarchistischen Jugend an. Ich glaube nicht so sehr, dass es die bestehenden Organisationen sind, die die Arbeiter zur Revolution führen werden. Vielmehr denke ich, dass eine neue entstehen wird, die alle ehrlichen Revolutionäre in unserem Sinne umfassen wird. Den ersten Schritt, den jeder tun kann, ist, sich frei zu machen von dem Untertanengemüt. Wir haben Hunger, gibt uns Brot! In nur wenigen Wochen kommt es zu der Gründung von Arbeiter- und Soldatenräten in ganz Deutschland. Überall werden die gegründet. Ja, und dann geht das alles ganz schnell, kennt man ja, Aufstand, Demonstration, und am Ende wird dann halt der Kaiser gestürzt. In Russland beispielsweise 1917 die Oktoberrevolution, die Zarenfamilie wird hingerichtet. Ja, und die Kommunisten unter Lenin und Trotzki kommen an die Macht. Zum ersten Mal in der Geschichte wird halt versucht, die Theorie des Kommunismus in der Praxis auszuprobieren. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Eine beispiellose Kommunistenjagd beginnt. Von nur 340.000 KPD-Mitgliedern werden in 3 Jahren mehr als die Hälfte verschleppt und ermordet. Herbert Wehner versucht, mit den in Deutschland gebliebenen den Widerstand gegen die Nationalsozialisten zu organisieren. In der Sowjetunion regiert seit 1927 Josef Stalin als Alleinherrscher. Kommunisten, deren Meinungen von der offiziellen Parteilinie abweichen, werden als Feinde oder Spione angesehen. In den Korridoren breitet sich Angst und Schrecken aus. Nächtliche Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Ich habe doch nichts gegen die Partei, gegen die Sowjetunion getan. Ich bin doch immer ein treuer Kommunist gewesen. Ihr holt einen Unschuldigen, ich schwöre es. 1937 wird Herbert Wehner mitten in der Nacht und während einer fiebrigen Erkrankung aus dem Hotel Lux abgeholt und in die Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes gebracht. Von Lotte Treuber verabschiedet er sich in dem Bewusstsein, dass er wahrscheinlich nie wieder zurückkommt. Und scharf ist nicht nur die allgemeine Behandlung, der ich unterliege. Die strenge Isolation, die 11- bis 12-stündige Strafarbeit und die gänzlich unzureichende Verpflegung, die zu schweren gesundheitlichen Schäden führen muss. Man hält mich auf einem körperlichen und geistigen Niveau, das nur unter Aufbringen der letzten Willenskraft zu ertragen ist. September 1946 fährt Herbert Wehner mit dem Schiff von Schweden nach Deutschland. Nur ein paar Wochen nach seiner Ankunft in Hamburg tritt Herbert Wehner dann seiner neuen Partei, der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, der SPD, bei.
So oder so ähnlich kann auch das soziale Zusammenleben der Familie Wehner ausgesehen haben. Ich möchte davonlaufen, rebellieren. Ich wusste, nach langer Zeit der Gefangenschaft war dies dein erster Tag der Freiheit. Mann, Anarchie ist ja nicht Chaos, sondern Ordnung ohne Herrschaft. Du musst jetzt mal raus.